Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute unter uns hier im Radio bei 1 Live, nicht im WDR Fernsehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir plaudern wollt, reden wollt, diskutieren wollt, was auch immer, dann meldet euch. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050. Oder Entschuldigung. Oder meldet unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer, das ist Christian. Und Christian ist 28. Hallo Christian. Hallo Domian. Ja. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Ja, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Das ist schön. Und was geht's denn? Ja, es fällt mir schwer, hier irgendwo einen Anfang zu finden. Mhm. Es ist so, es war, ja, oder es ist eigentlich ein Familiendrama. Es geht hier um einen Mord. Oh. Der passiert ist in der Familie. Wann? Und zwar war das unmittelbar vor Neujahr. Ja. Eigentlich so, ja, unmittelbar Weihnachten circa. Jetzt letztes Jahr. Ja. Mhm. Und es war so, es ist halt ein Cousin von mir, ja, der hier diese Straftat begangen hat. Ja. Mir fällt es echt also irgendwo schwer, da den Anfang zu finden, dir das da so ein bisschen rüberzubringen. Wen hat denn der Cousin ermordet? Es ist eine ältere Dame gewesen. Auch aus der, aber nicht aus der Familie? Nee, jemand, also ganz Fremdes, sage ich mal. Er hatte sich mal hier was gekauft, sage ich, und es hat sich über diese Person halt abgewickelt, dieses Geschäft. Was ging es denn da? Es klingt so geheimnisvoll. Es ging eigentlich so mehr oder weniger um einen Computer, der hier bestellt worden ist. Ach so, also was ganz Normales. Ja, was ganz Normales, wo bestellt worden ist. Wie alt war die Person? Circa 80. Wie, bei der bestellt man einen Computer? Es war eine Sammelbestellerin, aha, die hier was gemacht hat, also die hier so tätig war in dieser Branche, ja, die das dann für ihn auch gemacht hat. Ja. Und es muss dann hier zu Zahlungsverzug gekommen sein, ja, seiner Seite aus. Ja. Er hätte dann bei ihr also mal vortanzen müssen, sage ich jetzt mal, einfach sich mal ausspreche, wie es hier weitergeht, mhm, dass hier keine Probleme noch entstehen, mhm, wie auch immer. Und wo er dann dort war und dorthin gefahren ist, das muss, ja, es ist ein paar Ortschaften weiter gewesen, wo diese Frau gewohnt hat. Mhm. Da hat er sich dann mit ihr unterhalten und es muss dann hier irgendwie zu lauterer Wortwahl gekommen sein. Also weil die ihm vorgeworfen hat, dass er noch nicht bezahlt hat, dass er Schulden, ja, hat. So bezüglich halt dieser Bezahlung. Ja. Ne? Um wie viel Geld ging es da? Bitte? Um wie viel Geld ging es da? Also ich denke mal, das war so ein Restbetrag von 400-500 Euro. Ja, ja. Ne? Und so, und dann hat er diese alte Frau umgebracht? Ja, ihm ist dann, ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen. Ihm musste da dermaßen die Sicherung rausgeknallt sein. Er ist dann auf diese Frau mit Gewalteinwirkung auf sie los. Was hat er gemacht, genau? Also er hat sie erstmal, also geschlagen hat er sie. Mhm. Dann hat er sich ein Messer zur Hand genommen. Mhm. Hat dann ein paar Mal auf die Frau eingestochen. Und am Schluss hat er sie dann mit einem Kabel hat er sie dann erdrosselt. Mein Gott, was für... Und das war dann das Ende vom Lied. Und hat er sich gestellt oder ist er dann flüchtig geworden? Es ist anhand von Zeugebefragungen und alles im Umfeld und bezüglich jetzt genau bei Befragungen mit den Leuten, wo die Frau zu tun gehabt hat, ist dann ans Tageslicht gekommen. Wie lange war er dann nach der Tat noch auf freiem Fuß? Es war, glaube ich, nur ein Tag. Ach so. Mhm. Und er ist eigentlich recht schnell gefasst worden und er hat es dann auch zugegeben. Wollte ich gerade fragen, ob er geständig ist. Er ist geständig. Ja, er hat es zugegeben. Ne? Und es ist halt für mich in dem Sinn halt schwer, weil ich weiß es eigentlich offiziell nicht. Also ich habe es halt jetzt von einem Familienmitglied selber mitbekommen. Mhm. Wo halt eine gute Leitung zu seinen Eltern hat. Ja, was heißt offiziell? Das ist doch wahrscheinlich durch alle Zeitungen da bei euch gegangen, oder? Es ist ja in der Umgebung. Ich meine, wir sind ziemlich weit verstreut in der Familie. Wie nah war dir denn dieser Cousin? Also, wo wir so kleiner waren, sage ich mal, wo wir so 14, 15 waren, da waren wir eigentlich immer so beim großen Familientreffen immer so zusammen. Und wann hast du ihn jetzt das letzte Mal gesehen? Und das letzte Mal habe ich ihn gesehen, das war im Oktober. Ach doch. Ja.
Und was war das für ein Typ so an sich? Er war eigentlich so ganz in Ordnung. Also nachdem er jetzt so ein bisschen älter geworden ist, wo er kleiner war, war er eigentlich schon ein bisschen auffälliger. Mhm. Auch in der Kriminalität, sage ich jetzt mal. Ach so. Dass er hier irgendwelche Sachen angestellt hat. Ist er jetzt so in deinem Alter? Du bist 28? Ich bin 28, er ist jetzt so 22, 23. Ach so, so jung noch. Mhm. Ja, mhm. Und der Kontakt selber ist eigentlich erst jetzt so nach vielen Jahren wieder entstanden. Ja. Auch zu seinen Eltern, wo ich auch eine Zeit lang aufgrund Entfernung weniger Kontakt hatte, mhm. ist das eigentlich alles so wieder in ein Gleichgewicht gekommen. Und ich denen halt gern irgendwo helfe, gell? Wie hast du mit den Eltern jetzt, nachdem alles rausgekommen ist und das passiert ist, schon gesprochen? Nee, gar nicht. Warum nicht? Weil ich es für mich behalten sollte. Und ich sollte mich erstmal laut, also von meinem Familienmitglied, die da halt mehr drüber wissen, sage ich jetzt mal, habe ich das erfahren. Und ich war dann halt geschockt. Mhm. Und es hat dann halt zu mir geheißen, ich habe versprochen, ich sag's niemand weiter, behalte es für dich. Das verstehe ich gar nicht, sowas. Also wenn auch nicht über Zeitung, aber das muss doch gerade innerhalb einer Familie wie ein Lauffeuer rumgehen, wenn ein Familienmitglied so etwas getan hat. Eigentlich ja, aber es ist halt nicht der Fall, ne? Weil wir halt ziemlich verteilt sind, ne? Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass noch einer übrig ist, der es nicht weiß. Doch. Ehrlich? Ja, es weiß noch keiner groß von der Familie. Außer er jetzt, also außer der, klar, die Familie selber, meine Tante weiß es und das ist die einzigste. Wie ist denn dein Kontakt zu den Eltern von diesem Mann? Eigentlich ganz gut. Ja, was spricht denn dann dagegen, das ist für die ja auch der Horror, in dem die im Moment leben. Was spricht denn dagegen, dass du dich einfach mal mit denen in Verbindung setzt? Das ist doch für die Leute. Ich möchte einfach auf einer Seite meine Tante da nicht irgendwo in die Bratpfanne hauen, weil sie mir es guten Gewissen ans Herz gelegt hat. Ja, aber du kannst es doch offiziell durch die Zeitung erfahren haben und das rekonstruiert haben, dass er das sein muss. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Genau sage ich jetzt offiziell, um was es da ging. Ich habe eigentlich von dem Ganzen überhaupt null Ahnung. Normal, sage ich jetzt. Aber du bist sicher, dass das alles stimmt? Ja. Ja. Und das, was mir meine Tante ans Herz gelegt hat, wo sie gesagt hat, behalt's bitte für dich, melde dich nicht bei denen, da ist jetzt im Moment kurz vor Neujahr und jetzt die nächste Zeit ist bei denen erstmal alles auf dem Tiefpunkt. Die wissen selber nicht, wie sie über die Runde kommen. Ja, aber das ist, finde ich, ein ganz falscher Ansatz. Also wenn so ein... Das denke ich auch. Ja, wenn so ein schlimmes Unglück passiert ist, was meinst du, wie schlecht es den Eltern geht? Wenn ihr Sohn so eine schwere, furchtbare, brutale Gewalttat vollbracht hat, dann muss man sich doch um die Leute kümmern. Da muss man doch auch dann zueinander stehen und nicht aus falscher Vorsicht und Scham und weiß ich jetzt, was das für ein Theater da ist, sich zurückhalten. Genau, das ist auch das, wo ich mir eigentlich auch immer sage und meiner Freundin darüber rede und sage, ich tät so gern helfe, ich tät gern anrufe. Sag mal, wie weit wohnst du von diesen Eltern entfernt? 50 Kilometer. Ja, so, also in dem Umfeld der Eltern, da in dem Ort, weiß das ja sowieso jeder. Eigentlich ja, ich denke es. Ja, und wie schlimm, die werden schon geächtet wahrscheinlich genug sein. Ist das ein kleiner Ort, in dem die leben? Nee, nicht mal, nee, nicht einmal. Also eine Stadt? Ja, es ist schon ein bisschen größer. Gut, aber das nähere Umfeld da, die Nachbarschaften, die werden es wissen. Natürlich, und so. Er ist ja auch daheim, ist er ja auch festgenommen worden, ne? Ja, genau, ja. Die Nachbarschaft hat es ja dann auch mitbekommen, wo sämtliche Leute vor der Tür standen, Polizei und alles. Mhm. Wie ist denn das überhaupt jetzt für dich, dass ein Verwandter, ein Relativ, ist das eigentlich ein Cousin ersten Grades? Ja. Ja, wenn also ein so naher Verwandter so eine schlimme Tat zu verantworten hat. Also für mich selber ist, ehrlich gesagt, obwohl ich eigentlich eine längere Zeit wenig Kontakt hatte, ist echt ein Schlag ins Gesicht. Ja, es ist auch von... Ich stelle mir das so schlimm vor, wenn ich von anderen Leuten höre. Ja. Bei denen sowas passiert in der Familie einfach. Ja, und wenn man dann denjenigen kennt und viel mit dem gemacht hat und nie sich hätte vorstellen können, dass der zu so etwas fähig wäre, ne? Und wenn man es dann hört, genau. Das haut einen ja völlig aus den Schuhen. Und ich weiß halt, wie er damals war, da war er halt auch ein Räuber wie mir alle. Und er hat sich dann mit den Jahren gebessert und wo ich mich dann also mit ihm unterhalten habe und er hat eigentlich alles und Auto und das und Wohnung. Was für eine Brutalität in dem schlummert, wenn der so etwas tut. Und, bist du sicher, dass so der Tathergang war? Erst ein körperlicher Übergriff, dann mit dem Messer und dann auch noch stranguliert. Ja. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich schlimm wegen einem blöden Computer. Ich weiß.
weiß, also ich habe mir ja diese ganze Sache aus dem Internet auch von sämtlicher Online-Zeitungen in dem Umfeld jetzt, da ist das ja überall freigeschaltet worden. Also ich habe jetzt deinen Anruf so verstanden, dass du darüber gerne sprechen wolltest, ob du mit den Verwandten, mit deiner mit deiner Tante, mit deinem Onkel, ne? So ist das ja. Kontakt in erster Linie an die Eltern, ne? Ja, die meine ich. Ich weiß halt nicht, ob ich den Schritt mache. Ja, finde ich schon. Absolut ja. Das ist das, weil. Absolut ja, gar keine Frage. Ich würde wirklich gerne helfen, sei es ihm, egal was er gemacht hat, er ist trotzdem noch in der Familie. Gut, aber erstmal geht es jetzt nicht um ihn, sonst geht es jetzt erstmal auch um die Eltern. Und den Kontakt habe ich mir jetzt halt erst wieder seit langen Jahren gut aufgebaut und das soll ich mich jetzt fernhalten. So, dann melde du dich bei diesen Leuten. Das ist deine Tante und dein Onkel, ne? Ja, also. Ja, klar. Ja, also meine Tante selber ist ja wieder eine andere Sache, aber. Nein, aber wenn es dein Vater. Der Vater von ihm. Ja, genau, ja, sicher. Und dann würde ich gerne irgendwie Kontakt suchen. Ja, das würde ich machen. Ich bin mir so unsicher. Ja, ich finde fast schon, dass du eine Pflicht dazu hast, das zu machen. Auf einer Seite schon. Ja, finde ich schon. Da muss man dann auch, da muss man dann wirklich zueinander stehen. Und die werden schon geächtet genug sein in ihrem Umfeld. Und das ist für die so dramatisch, dass der eigene Sohn einen Menschen so brutal ermordet hat. Da kannst du jetzt als nahe Verwandter denen, wie alt sind die Leute? Ja, mein Enkel, der ist schon so um die 40. Naja, kannst du denen beistehen. Um die 40 beide. Ja. Also, das ist meine Meinung, Christian. Ja. Ganz eindeutig. Ich würde es dann auch wahrscheinlich tun. Ich brauche halt noch den Mut irgendwo, ne? Oder diese Phase halt mal erreiche, wo ich sage, jetzt nehme ich das Telefon und schreibe eine E-Mail. Es sind ja nur schon Wochen vergangen. Du mach mal voran. Kümmere dich darum, finde ich schon. Dann werde ich das auch tun. Alles Gute. Ich bedanke mich recht herzlich. Tschüss, Christian. Und wünsche dir weiterhin viel Spaß und echt super. Dankeschön, tschüss. Danke auch, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50. Ein Hinweis, diese Woche Samstag gibt es keine Promi-Sendung im WDR Fernsehen, wegen Karneval. Nächste Woche Samstag ist bei uns zu Gast Desiree Nick, die amtierende Dschungelkönigin. Hier ist Michaela. Michaela ist 32 Jahre alt. Hallo Michaela. Hallo. Hallo. Ja, Michaela, grüß dich. Ja, bei mir geht's um Thema Suizid. Ja, inwiefern? Denke darüber nach. Und zwar bin ich aus einem anderen Bundesland wegen der Liebe vor 12 Jahren zu meinem Mann gezogen. Der hatte eine Riesenfamilie. Mhm. Wir haben uns getrennt. Und seine Familie kehrt mir jetzt den Rücken. Moment. Du bist jetzt, nochmal, habe ich nicht ganz verstanden. Du bist in ein anderes Bundesland gezogen wegen deines Mannes. Ja, ich habe den kennengelernt vor 12 Jahren. Das war die große Liebe. Ja. Da habe ich Freunde, Verwandtschaft, alles aufgegeben. Ja. Bin zu ihm gezogen. Wir haben geheiratet, ja. Die Wohnung und. Seine Familie hat mich nie gemocht, aber akzeptiert, sagen wir so. Ja. Er hatte eine Riesenfamilie, hat er jetzt auch noch. Und jetzt nach 12 Jahren haben wir uns getrennt. Ja. Ein halbes Dreivierteljahr. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein. Mhm. Und seine Familie, die sagen natürlich jetzt, haben wir ja immer gewusst. Mhm. Und wir hatten 2 Ehepaare, die mit uns befreundet waren, die sich bis jetzt nicht gemeldet haben bei mir, überhaupt nicht. Seit wann seid ihr denn jetzt getrennt? Offiziell ein halbes Jahr, wo wir getrennt wohnen. Wie, wo ihr getrennt wurdet? Seit wann seid ihr getrennt? Halbes Jahr. Halbes Jahr, mhm. Also jeder hat seine eigene Wohnung. Ja. Und die Scheidung läuft auch. Ja. Und wir haben uns eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja. Und seine Familie mir natürlich auch nicht. Mhm. Und jetzt lebe ich natürlich völlig isoliert. Lebe jetzt hier, habe keinen, zu dem ich mal gehen kann, mit dem ich überhaupt mal sprechen kann, den ich einfach mal anrufen könnte. Aber nach 12 Jahren, das ist ja eine ganz lange Zeit, hast du dir da nicht auch einen Bekanntenkreis aufbauen können? Nee, habe ich nicht getan. Das war irgendwie seine Familie, die ist riesengroß. Es ging immer nur um die Familie. Ja, genau. Mhm. Und dann hierhin und dahin und das war auch immer okay so. Ja, verstehe. Mhm. Und dann hatten wir, wie gesagt, 2 Ehepaare. die mir sehr viel bedeutet haben, mhm. wo wir auch befreundet waren, aber die haben sich bis heute nicht gemeldet. Ich habe mich bei denen mal gemeldet und dann wurde ganz, ich habe jetzt keine Zeit. Mhm. Also die stehen dann mehr auf der Seite von deinem Ex vielleicht. Genau, mhm. genau. Von wem ging eigentlich die Trennung aus? Von beiden, würde ich sagen. Also das... Auseinandergelebt, keine Sexualität mehr. Ja, also du findest die Entscheidung, dass ihr euch getrennt habt, an sich schon in Ordnung? Ja. Nur jetzt denke ich manchmal, wäre vielleicht besser, wenn du da geblieben wärst, dann wärst du nicht alleine. Ja, aber so
So kann man nicht denken, darf man nicht denken. Nee, und dann habe ich gedacht, das glaube ich nicht. Ich schaffe das, ich bin ja auch berufstätig. Mhm. Was und machst ich schaffe das mit dem Alleinsein. Was machst du vom Beruf? Ich bin als Krankenschwester arbeite. Ah ja, mhm. Also hast du viel Kontakt mit Menschen den ganzen Tag? Genau, das mache ich auch gerne. Ja. Aber jetzt so richtig Freundschaft hat sich da, das sind halt sehr viele Kollegen, ich arbeite in einem sehr, sehr großen Betrieb. Mhm. Da sind auch viele Zeitfirmen, wo wenig Freundschaft jetzt so entstehen wird. Mhm. Naja, und jetzt lebe ich völlig isoliert, gehe zur Arbeit. Weißt du, ich glaube, du hast schon den Fehler gemacht, dass du in all diesen Jahren dich wahrscheinlich zu sehr konzentriert hast nur auf das Umfeld deines Mannes und auf die Familie. Ja. Ne? Das ist ja schon mal ein Fehler. Gut, das ist jetzt so passiert. Dennoch glaube ich ja, du bist hier eine junge Frau von 32 Jahren, du stehst im Leben, du hast deinen Job. Diese erste Zeit ist natürlich jetzt sehr hart. Es ist ja erst ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr ist nichts gegen 12 Jahre Gemeinsamkeit. Dass du wahrscheinlich jetzt den bitteren Weg gehen musst, dir Millimeter für Millimeter irgendetwas aufzubauen. Ja, und ich habe versucht über Kontaktanzeigen. Ich habe versucht von der VHS, da Häkelstrickkurse, was es da alles gibt, Töpferkurs, was ich da wohl mache. Das sind Frauen über 50. Mhm. Das spricht mich nicht an. Dann muss ich gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel Single-Tanzkurs mitmache. Ja. Da kann ich nicht hin, weil dann habe ich Frühdienst, dann habe ich Spätdienst, dann habe ich Nachtdienst, dann falle ich wieder aus. Ich kann also nichts kontinuierlich planen. Oder dass ich sage, ich mache jetzt einen Computerkurs zum Beispiel. Mhm, ja. Das würde gar nicht gehen, weil der Dienstplan nicht nach meinen Freizeitaktivitäten geschaffen. Also, das heißt also, die Arbeit macht dir dann Strich durch die Rechnung. Richtig. Ich finde das ja auch gut mit Volkshochschule und also Kurse, weil man da immer irgendwie Leute kennenlernt. Ja. Sport wäre da zum Beispiel so ein Ding. Da bist du nicht so terminlich gebunden. Richtig, habe ich auch. Ich gehe sehr gerne schwimmen. Mhm. Wenn man morgens um 7 nach dem Nachtdienst ins Schwimmbad geht, ist Seniorentreff. Geht man am Samstag oder am Freitag, ist Familientreff in eine Therme. Klar, du müsstest aber zum Beispiel in einen Schwimmverein gehen. Mhm. Das nicht einfach so ins Schwimmbad, in den Schwimmverein. Ja. Vielleicht noch eine andere Sportart, wo man einfach immer so hingehen kann, wenn man gerade Zeit hat, wo auch immer andere Leute sind, die man dann so peu à peu mit der Zeit kennenlernt. Also ich glaube, ich merke ja schon, dass du aktiv bist und dass du dir schon viele Gedanken gemacht hast. Ja, ich habe auch männlich Kontaktanzeigen geschaltet. Ja, das ist doch schon mal ganz viel. Deswegen würde ich jetzt noch nicht im Kopf hängen. Ich bin aber nicht gerade schlank. Männer wollen ja blond 90, 60, 90. Ja. Ich bin schwarz und nun mal nicht 90, 60, 90. Naja, ist man schon gehandicapt. Das stimmt. Aber man darf natürlich nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen. Ich merke einfach, dass du Elan hast. Dass du könntest dich ja auch völlig hängen lassen und sagen, ich kann... Hab ich manchmal. Domian, ich komme nach Hause, ich mache die Glotze an und dann sitze ich da. Manche Tage sind gut, weißt du? Dann, jetzt gehe ich in die Stadt, jetzt gehe ich mal gucken oder so, ne? Und dann frisst mich die Einsamkeit. Dann denke ich, ich bin jetzt auch Krankenschwester, an die Mittel, die habe ich, ne? Ich weiß auch, wie man sowas schnell beenden kann. Dann denke ich, wozu lebst du eigentlich noch? Warum? Für was? Nur um hier Fernsehen und Arbeiten, nicht lachen, mit keinem sprechen, nichts. Du kannst dein Leben auch wegschmeißen. Nee, das darfst du nicht so leichtfertig sehen, Michaela. Ich glaube, gerade du als Krankenschwester, du siehst doch tagtäglich so viel Leid und so viel Elend. Ja? Und du bist eine gesunde junge Frau. Du hast einen Beruf, gut, du bist nicht vielleicht ideal Maß, bist nicht perfekt, aber wer ist schon perfekt? So, du hast eine seelische Traurigkeitsphase jetzt, die ganz normal ist, wenn man sich von jemandem getrennt hat. Da würde ich jetzt einfach sagen, sei tapfer und zieh das einfach weiter durch. Und ich garantiere dir, so wie du drauf bist, dass du in einer gewissen Zeit wirst du dir einen kleinen Kreis von Menschen aufgebaut haben. Aber jetzt, nach einem halben Jahr, schon so zu denken, für was lebe ich denn noch, ich werfe mein Leben weg, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, dann denke ich manchmal, weißt du, erstmal bei deinem Mann geblieben, kein Sex, wir hätten so Jahre nebeneinander wie Bruder und Schwester. Ach, das ist auch kein Leben. Und dann wärst du nicht alleine nee. Und die Familie, die kehrte jetzt nicht den Rücken. Nee, das wäre kein Leben, Michael. Da steigere ich mich dann auch ein. Nee, ja? Das ist kein Leben. Dann würdest du, hättest du so die nächsten 30 Jahre leben wollen? Nee. Ja, aber diese Einsamkeit... Ja, aber du hast die erst ein halbes Jahr. Es gibt Menschen, die so lange alleine sind und einsam sind und zudem auch unter Umständen noch schwer krank und die schaffen das. Ja, aber weißt du, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen könnte, ich fahre zu Mutti, eben nur einen Kaffee trinken, eben ein bisschen sabbeln oder so, ist nicht möglich, habe ich nicht. Mhm. Oder eine Schwester oder, weißt du, irgendwas, wo man einfach nur mal, nur 5 Minuten oder eine Stunde... Weißt du, was der Punkt ist? Mhm. Man darf in der Situation nicht daran denken,
was wäre, wenn? Wenn ich jetzt eine Schwester hätte, wenn ich jetzt da jemanden hätte, dann wird man immer trauriger. Man muss sich einfach dazu zwingen zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist, das muss ich akzeptieren, darauf lasse ich mich jetzt ein und versuche einfach das Beste draus zu machen. Ja. Sobald du anfängst zu vergleichen, was wäre, wenn, dann wirst du immer trauriger und immer mürber und mürrischer. Hm. Ja. Also, Michaela, Kopf hoch, Mensch. Ja, das ist auch so, in Zeitung steht ja auch schon mal Single-Party oder so, ne? Mhm. Da denke ich auch, da gehst du hin. Und dann denke ich mir, alleine gehst du da nicht hin. Ja, aber das ist doch gar nicht. Zur Single-Party geht man doch allein. Schleppst du dich da nicht hin? Ach, Quatsch. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der mit mir geht, dann wäre das kein Problem. Aber was meinst du gerade, wie viel, deswegen heißt es ja Single-Party, wie viele Leute alleine eben auch zur Single-Party gehen? Ohne Begleitung. Ja. Auch ohne Freundin oder so. Da kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Ich bin da ja so. Du bist doch selbstbewusst allein schon durch deinen Beruf. Das muss doch klappen. Und wenn jetzt auch, ich sage dir auch voraus, es wird immer wieder Rückschläge geben. Und es geht nicht einfach. Aber es wird gehen. Und irgendwann in ein paar Jahren wirst du denken, Mensch, gut, dass ich damals nicht zu schnell die Flinte ins Korn geworfen habe. Ja, mach sein. So, aber jetzt biete ich dir aber dennoch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Ja, das wäre lieb. Das kann ja nicht schaden. Nee, das würde ich nicht freuen. Klar. Liebe Michaela, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Mhm. Und hab wirklich Power und... drei Schritte vor und zwei zurück, ne? So nach dem Motto. Ja, ich danke dir fürs Zuhören erstmal. Jo, alles Gute und der Peter, mein Psychologe, ruft dich gleich an. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, der Telefontalk vom WDR. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050. Live hier im Radio bei 1Live. Oder meldet mir unter domian@wdr. De. Angelina ist hier. Hallo Angelina. Hallo Domian. Und was geht's bei dir? Domian, ich rufe an, weil mein Opa seit Sonntag vermisst wird. Oh, wie alt ist der Opa? Mein Opa ist jetzt 79 Jahre alt. Ja. Es ist Folgendes passiert. Seit Sonntag? Seit Sonntagmorgen, richtig. Ist er geistig irgendwie krank oder? Nee, geistlich überhaupt nicht. Mein Opa ist schwer herzkrank, das ist ja richtig. Ne? Aber im Kopf ist er völlig klar. Im Kopf war er klar, gut, er hat zwar ab und zu dann mal was gefragt und nach 10 Minuten nochmal das Gleiche gefragt, ja, okay. Aber er ist 79 Jahre alt. Mhm, ja? Und es war folgendermaßen, er war Sonntagmorgen bei meinen Eltern, ja, hat noch Kaffee getrunken, hat gesessen, hat sich unterhalten, ist aufgestanden, sagte so bis nachher. Mhm. Ne? Er kam am Tag 4-5 Mal und das war halt ganz normal gewesen. Mhm. Er geht raus aus dem Haus, fährt weg und seitdem haben wir ihn nicht wiedergesehen. Mit dem Auto weggefahren? Mit dem Auto weggefahren, mit seinem Auto. Und wir dachten, habt ihr die Polizei wahrscheinlich benachrichtigt? Das haben wir gemacht. Nachmittags wurden wir schon stutzig. Mensch, mhm. Opa war noch gar nicht da. Also kein Autounfall irgendwo? Nee. Also wie gesagt, wir haben dann erst bis abends abgewartet. Und dann wussten wir, Moment, irgendwas kann nicht stimmen. Mhm. Dann haben wir halt abends eine Aktion gestartet, alle ins Auto rein und wirklich rumgefahren. Wo kann Opa sein? Wo ist Opa? Wo wollte er denn dann hin eigentlich? Das hat er nicht gesagt. Das war bei meinem Opa aber normal gewesen, weil er ist gefahren und gekommen. Mhm. Ne? Also da haben wir uns nicht zwei gedacht gehabt. Lebt die Oma auch noch? Nein, meine Oma ist jetzt seit 8-9 Jahren tot. Ja, lebt er alleine in einer Wohnung? Er lebt alleine in einer Wohnung, aber war insofern nie allein gewesen, weil ich oder einer von meinen Geschwistern war immer bei ihm. Ach so, und deshalb habt ihr es auch mitbekommen, dass er dann nicht nach Hause gekommen ist? Genau, genau. Wieso war immer jemand von euch dabei, bei ihm? Ja, weil wir nicht alleine lassen wollten. Ach so, das heißt, da hat auch immer jemand in der Wohnung bei ihm geschlafen? Nicht immer. Also alle paar Tage entweder war einer von meinen Geschwistern da oder meine Nichte. Also er war nie oft alleine, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Aber nicht, weil er nicht alleine sein konnte, sondern das war für uns normal. Mhm. Wir kümmerten uns halt um ihn. Mhm. Hat er das gerne, fand er das gut, dass ihr euch so kümmert? Ja. Und das Verhältnis zwischen euch und dem Opa war auch gut? Das war wirklich gut gewesen. Mhm. Ne? Das war auch mehr wie ein Opa. Das war, andere sagen, Mensch, das ist ein Opa und fast 80 Jahre alt. Aber das war bei uns anders gewesen. Ja. Das war wirklich anders. Und wie gesagt, das macht uns so stutzig. Er geht raus und kommt nicht wieder. Mhm. Er kommt nicht wieder. Ja, das ist, macht eigentlich nur stutzig. Das besorgt einen ungemein. Ja. Und wie? Die Polizei ist informiert. Die Polizei war informiert gewesen. Und zwar ist meine Mutter noch abends zur Polizei gefahren und wollte Vermisstenanzeige machen. Ja. Die sagten aber, es müssen 24 Stunden zwischenliegen, bis halt eine offizielle Vermisstenanzeige gemacht werden darf. Gibt es denn jetzt eine Fahndung? Eine bundesweite Fahndung. Es gibt schon eine bundesweite Fahndung? Gibt es. Es stand auch in der Zeitung bei uns hier im Lipperland drin. Es kam im WDR-Fernsehen.
Es kommt im Radio. Sagen wir doch einfach mal so jetzt, das kann ja auch nicht schaden, wir sind ja nun ja auch im Radio und viele Leute hören uns. Was für ein Auto hat er? Mein Opa fährt einen schwarzen Mercedes. Einen schwarzen Mercedes? Was? C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse? Das ist, weiß ich nicht. Ein 190er. Ein 190er, das ist ein älteres Modell. Ja. Was ist die Autonummer? Ja, das ist LIP. Ja. CP. Ja. 561. Also LIP wie Lipperland, ne? Richtig. CP. CP. 561. Ganz genau. Dunklen 190er Mercedes. Richtig. Und dein Opa, beschreib ihn mal, wie sieht er aus? Ist ein großer Mann, ein kleiner, dicker, dünner? Nee, mein Opa, der ist ungefähr 1,55 groß. Ja. Also ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann, richtig. Er ist nicht dick, er ist nicht dünn, also Figur ist normal. Er hat an diesem Tag eine rotbraune Lederjacke getragen, mit einem gestreiften Oberhemd, eine dunkle Hose und eine beigefarbene Strickjacke. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten, eine Brille oder ein Muttermal im Gesicht oder irgendwas? Nein, er hat eine Halbglatze. Eine Halbglatze. Ja. Also auffällig, weil er ja schon sehr klein ist, ne? Ja. Das fällt ja schon sehr auf. Mhm. Hat er in der Sprache irgendwie hat ein besonderes Dialekt oder? Nein, das nein. Nicht. Ja, ganz normal alles. Ganz normal. Ganz normal. Er trägt ab und zu eine Mütze. So eine Fellmütze halt, ne? Aber nicht immer. Und was uns wirklich stutzig macht, dass das Auto nicht gefunden wird. Das heißt. Er ist gezielt irgendwo hingefahren vielleicht? Wir wissen es nicht. Wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung. Was habt ihr jetzt als Angehörige, macht man sich ja dann 100.000 Gedanken. Wohin gehen, was haltet ihr am wahrscheinlichsten? Am wahrscheinlichsten, wir wissen nicht. Oder kann es sein, dass vielleicht ein Unfall passiert ist und man hat ihn einfach noch nicht gefunden, das Auto? Das haben wir ja auch gedacht. Deswegen sind wir alle Strecken abgefahren, am Tag und in der Nacht, wirklich durchgehen, wo er hätte hinfahren können. Sprich nach Osnabrück, da ist ein Friedhof, wo halt sein Bruder liegt. Oder nach Paderborn, wo halt noch Verwandtschaft ist. Dass er dorthin irgendwas unterwegs hatte. Geht da gerade ein Handy? Ja. Das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Soll ich mal, Moment, ich mach's mal aus. Mach's mal eben aus, dann. Das war denn nicht. Genau, jetzt ist weg. Ja. Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Aber was könnte es denn sein? Wer entführt denn so einen alten Mann, wenn er hat er kein wertvolles Auto? Und nein, das Einzige, was sein kann, er hat höchstens 200 Euro in der Tasche gehabt, Bargeld. Und mein Opa ist auch so ein Mensch, der redet mit anderen Leuten. Ne? Aber er denkt da nichts Böses bei. Er unterhält sich einfach nur. Vielleicht liegt es daran, dass wir wissen es nicht. Ich möchte auch nichts Falsches sagen, das ist alles nur wirklich Vermutung. Weil wir haben alle Strecken abgefahren, die er hätte fahren können. Wir haben jeden Graben runtergeguckt, liegt das Auto da irgendwo. Kann man denn ausschließen, dass er, sagen wir mal, vielleicht sich selbst was angetan hat? War ja vielleicht, wie beurteilst du das? Wie war seine seelische Zustand? War er eher traurig oder eher ein finsterer Mensch in der letzten Zeit? Also, ich würde eigentlich sagen nein. Ich würde eigentlich sagen nein. Aber er war herzkrank, sagst du? Er war sehr herzkrank. Sehr und das Problem ist auch darin, er braucht täglich Medikamente. Ach du lieber Gott. Und ohne diese Medikamente kann er eigentlich nicht leben. Und jetzt sind 5 Tage vergangen. Und Domian, wir haben wirklich so viel hier unternommen. Und es kann nicht sein, dass kein Mensch, keiner, weder mein Opa noch das Auto gesehen haben. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Wie vom Erdboden verschluckt. Ja, das ist wirklich sehr merkwürdig. Das ist Wahnsinn. Ich sag's nochmal, ein 190er Mercedes, älteres Baujahr, dunkle Farbe, fast schwarz, LIP und dann CP 561. Genau. Alter Mann, 1,55 Meter groß. Genau. Das kann natürlich sein. Es gibt ja die schlimmsten Sachen, dass vielleicht jemand das mitbekommen hat, dass er ein paar hundert Euro in der Tasche hat. Man weiß es nicht. Hat die Polizei irgendeine Vermutung? Konkrete Vermutung gibt es da auch nicht. Also die haben uns halt auch gefragt, gab es irgendwelche Schwierigkeiten oder wollte er irgendwo hin? Aber wir wissen da selbst nicht. Es war ja wirklich alles in Ordnung gewesen. Es war ja in Ordnung. Und selbst wenn er lebensmüde war, dann versteckt er ja vorher auch nicht sein Auto. Nein. Dann hätte man das Auto ja irgendwo gefunden, wenn er etwas gemacht hätte. Nein. Und vor allem mein Opa war noch nie über Nacht von zu Hause weg. Nicht einmal. In
Gegenteil. Um 8 Uhr saß er auf seinem Sofa, seine Nachrichten geguckt, wie auch immer. Der war nie über Nacht weg, nie. Die letzten so Minuten, die ihr mit ihm erlebt habt, warst du dabei? Ich war zu Hause, ja. War er da in irgendeiner anderen Stimmung oder war alles wie immer? Wie immer. Es war wie immer gewesen. Mhm. Und das ist das Merkwürdige. Wenn irgendwas gewesen wäre, Domian, dann könnte man sagen, vielleicht deswegen oder vielleicht deswegen. Mhm. Aber es war alles normal. Mhm. Es war wie immer. Er geht raus und sagt so, bis nachher. Mhm. Er geht und kommt nicht mehr. Mhm. Hat er ein Handy? Er hatte mal ein Handy gehabt, nur er kam damit nicht richtig zurecht. Ja, ja. Ne? Und ja, jetzt hat er kein Handy. Das hat er, das heißt, er hatte keins bei sich? Ne? Nein, mhm. Nein. Das ist ja bedrückend. Es ist vor allem diese Ungewissheit. Ja, die Ungewissheit. Weiß nicht, was los ist. Ja, man tippt wirklich völlig, man stochert im Nebel und weiß überhaupt nicht, was. Gar nicht. Man denkt, hat er vielleicht einen Herzinfarkt gehabt? Und es ging ihm vielleicht vorher nicht gut. Mhm. Hat er mit dem Auto irgendwo angehalten? Und aber auch dann müsste man das Auto finden. Ja, und das haben wir auch gedacht. Zumindest das Auto. Ein Unfall, das wäre der Polizei bekannt gewesen. Wir haben in allen Krankenhäusern, wirklich, ob in Osnabrück, in Detmold, in Paderborn, in jedem Krankenhaus angerufen, ob mein Opa da stationär aufgenommen wurde. Nichts. Gibt es denn irgendwie in weiterer Entfernung, ich frage es mal einfach so, gibt es in weiterer Entfernung Verwandte? Ja, wie gesagt, in Paderborn haben wir Verwandtschaft. Das ist ja nicht so ganz weit weg. Nee, in Osnabrück, da ist er halt öfter hingefahren und in Bad Oeynhausen, da wohnt halt seine Nichte. Aber da war er auch nicht gewesen. Und diese ganzen Strecken, wo wir wirklich dann hätten vermuten können, da konnte er hinfahren. Die sind wir alle abgefahren, nicht nur einmal, die sind wir 3, 4, 5 Mal abgefahren. Hin und zurück, in jeden Straßenraum runtergeguckt, an jeden Wald. War er denn noch, trotz seines hohen Alters, noch ein ganz guter Autofahrer? Ich muss sagen, es hat nachgelassen. Hatte nachgelassen. Ne? Also er ist sehr langsam gefahren. Aber das bringt einen ja auch nicht weiter, also selbst wenn man sagt, okay, selbst das würde darauf hindeuten, okay, er hat vielleicht einen Unfall gehabt, aber dann würde man das ja finden, dann würde man den Unfall ja wissen. Das was so schlimm ist, ist, dass er spurlos verschwunden ist. Richtig. Das ist das Schlimme. Hatte er Führerschein dabei? Hatte er irgendwie Scheckkarte dabei? Er hatte Papiere dabei. Wurde das Konto beobachtet, auf dem Konto, was runtergenommen wurde? Wird immer noch beobachtet. Aber ist aber kein Geld abgehoben worden. Ist kein Geld abgehoben worden. Boah, Angelina, das ist wirklich sehr traurig. Es ist wirklich, ich meine, ich kann jetzt langsam drüber reden, aber die letzten paar Tage, Domian, nicht nur bei mir, auch bei meiner Familie, was bei uns zu Hause für Sorge und Kummer in den letzten paar Tagen, das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Das glaube ich, das wird auch noch jetzt immer, wird auch immer wieder so in verschiedenen Intervallen wahrscheinlich so sein, weil eine Weile verdrängt man es vielleicht mal ein bisschen, aber... Das ist ein paar Minuten, wenn man auf der Arbeit hat, dann denkt man ein paar Minuten nicht dran und dann kommt wieder der Rückschlag. Also wir haben jetzt einige Informationen hier auch nochmal über den Sender gegeben. Mhm. Wenn jemand irgendeine Idee hat oder vielleicht den Wagen von deinem Großvater gesehen hat, oder dann möge er sich, glaube ich, an jede Polizeidienststelle wenden. Ne? Ja, bitte. Dass bundesweit jetzt gefahndet wird, ist das der beste Weg. Ne? Da wären wir wirklich dankbar. Wie heißt denn dein Großvater? Das ist Josef Jansson. Josef Jansson. Richtig. Mhm. Josef Jansson. Genau. Josef Jansson, ja gut. Mhm. Domina, wollte ich noch was zu meiner Vorrednerin sagen, der Michaela. Ja. Die sagte eben, sie wäre so allein und, ne? Ich meine, mein Opa ist auch 9 Jahre lang ohne meine Oma ausgekommen. Ja. Und er hatte uns gehabt. Ja. Aber trotzdem, das Leben geht doch weiter. Und da hätte ich noch verstanden, die ganzen Operationen, die er schon hatte und die Qualen, was er schon mitgemacht hat, dass man dann eventuell wirklich mal mit den Gedanken spielen könnte, warum eigentlich noch? Ich kann nicht mehr. Mhm. Aber nicht Michaela. Die das ganze Leben wirklich noch vor sich hat. Das konnte ich gerade nicht verstehen. Das konnte ich wirklich nicht nachvollziehen. Vielleicht fängt sie sich ja auch wieder und schafft es. Ich hoffe sehr. Ja. Ja. Und ich hoffe, dass irgendjemand das Auto oder mein Opa gesehen hat, der Hinweise geben kann. Das hoffe ich wirklich für euch auch. Wirklich, von ganzem Herzen. Liebe Angelina, ich drücke die Daumen. Du mir erstmal danke. Ich bin auch froh, dass ich durchgekommen bin. Ja. Weil man hält sich ja wirklich an jeden Faden. Ne? Ja, natürlich. Man muss alles machen. Das würde ich auch machen, wenn ich in der Situation wäre. Dann wollte ich mich an deine Redaktion bedanken, dass sie mich wirklich auch durchgestellt haben. Alles klar. Danke, Angelina. Alles Gute. Na? Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht es mit dem Thomas. Thomas ist 26. Hallo, Thomas. Hallo, Domian. Und was geht's bei dir, Thomas? Es geht sich darum, ich habe mich 2001 praktisch durch Zwang sterilisieren lassen. 2001 durch Zwang? Wieso durch Zwang? Ich war damals in einer 3,5-jährigen Beziehung schon. Da ist meine Tochter zur Welt gekommen. Ja. Im Jahr 99. Und praktisch 1,5 Monate später
musste ich mich sterilisieren lassen von meiner damaligen Freundin aus. Sie hatte damals schon in die Beziehung eine Tochter mit reingebracht. Da warst du ja noch super jung. 21. Und sie hat gesagt, lass dich sterilisieren, wir haben jetzt genug Kinder. Ja, da sie schon eine mitgebracht hat, hat sie gesagt, wir haben ja zwei Kinder und du bist ja der Vater auch schon von der Großen praktisch und irgendwann werden wir ja auch heiraten und ja, bla bla bla, so schöne rosarote Brille. Und ja, sie hat gesagt, ansonsten wirst du deine Tochter nie wiedersehen. Das hat sie gesagt? Ja. Ansonsten? Noch, ansonsten? Also wenn du dich nicht sterilisieren lässt, wirst du deine Tochter nicht wiedersehen? Ungefähr eine Viertelstunde nach der Geburt, ja. Das ist ja krass. Das ist ja krass, du. Ja. Und dann hast du es gemacht, du hast dich quasi erpressen lassen. Ja, anderthalb Monate später lag ich dann auf dem Tisch. Vollnarkose. Ja. 20 Minuten wurde ich wieder wach. Ja. Und bin seitdem nicht mehr zeugungsfähig. Ja. Jetzt lebe ich mittlerweile seit fast 3 Jahren in einer neuen Beziehung. Ich habe mich von der Frau im April 2001 getrennt. Schon dann? Ja, doch, weil es ging absolut nicht mehr. Also, Moment, du hast dich sterilisieren lassen? In welchem Monat? 2001? Nein, im April 99. So. Mhm. Und zwischendurch waren wir schon zweimal wieder getrennt, kamen wieder zusammen. Mhm. Und im April 2001 ging dann gar nichts mehr und habe ich praktisch meine Koffer gepackt und bin gegangen. Wie ist das Verhältnis zu deinem Kind? Ich habe leider keinen Kontakt mehr. Warum nicht? Weil sie verwehrt ihn mir total. Hast du, du hast nicht das Sorgerecht auch? Nein, wir waren nicht verheiratet. Und ihr habt euch auch nicht geeinigt darauf, auf das Sorgerecht? Nein. Mhm. Sie ist mittlerweile verheiratet. Aber du zahlst für das Kind? Nein, ich bin momentan nicht in der Lage. Ja, ja, und bekomme auch keine Chance, die Kleine zu sehen. Mhm. Die wird ja jetzt auch im März, wird sie, 6 Jahre alt. Ja, aber damals hast du die Vaterschaft anerkannt, natürlich. Ja, natürlich. Das ist ungefähr 1,5 Wochen später, direkt nach der Geburt, habe ich dann direkt die Papiere unterschrieben, alles. Ja, so, jetzt bist du in einer neuen Beziehung, bist sterilisiert und unglücklich. Sehr unglücklich, ja, und meine Partnerin auch. Weil wir würden eigentlich ganz gerne Kinder haben. So, nun bin ich grob informiert, dass man das auch rückgängig machen kann. Ja, das hat der Arzt mir damals auch gesagt. Mhm. Er hat gesagt, er hat die Samenstränge zwar durchtrennt, ja, aber er hat sie nicht irgendwie so durchtrennt, dass man das nicht mehr rückgängig machen kann. Sie wurden nur abgebunden. Mhm. Aber ja, kurz gesagt, den Hinweg zahlt die Krankenkasse, den Rückweg nicht. Mhm. Wie teuer wäre der Rückweg? In D-Mark-Zeiten waren es 15.000 D-Mark. 15.000 D-Mark? Hat der Arzt mir so gesagt. Der Rückweg? Ja. Und die Sterilisation, wie teuer war die? Die hat mich gar nichts gekostet. Das hat damals die Krankenkasse übernommen. Schon, aber was dennoch, wie teuer ist die? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das hat damals die Krankenkasse übernommen? Ja. Warum? Ich weiß es nicht, weil... Was ist das denn für eine Krankenkasse? Ja... Soll ich jetzt Namen nennen? Nein, so meine ich das gar nicht. Im Namen geht es mir gar nicht. Ich wundere mich, wieso bezahlt eine Krankenkasse eine Sterilisation, wo die sich sonst anstellen bei jedem kleinen Firlefanz, das, was sie nicht übernehmen? Ich weiß es nicht. Wenn man auch davon ausgeht, dass es irgendwie, ist mir zu Ohren gekommen, auch durch ein paar Recherchen so, dass es vom Gesetzgeber so her ist, dass der Mann 25 Jahre alt sein muss, ja, bevor er sterilisiert werden soll, ja, oder kann. Ja, warst du ja nicht. Nee, ich war 21. Und dennoch finanzieren die das? Das ist mir ein Rätsel. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwas, entweder hat der Arzt da was gedreht, ich weiß es nicht. So, und eine Rückgängigmachung kostet 15.000 Mark, also 7.500 Euro ungefähr? Ja, und da ich momentan noch nicht in der Lage bin, das so zu zahlen... Bist du sicher? Hast du dich nochmal erkundigt? Glaube ich nicht. Ja, doch, ich war zwischendurch nochmal bei einem Urologen. Weil du jetzt gerade die D-Mark-Zahl genannt hast. Ja, wie ist denn die Euro-Zahl für die Rückgängigmachung? Die konnte er mir nicht genau sagen, aber... Wie, das kann der Urologe nicht sagen? Nee, weil es kommt immer auf den Urologen an, wurde mir gesagt. Und es kommt auf die Klinik drauf an und es würde nur eine bestimmte Klinik machen. Aber du warst bei einem Urologen? Ja. Und der selbst wird das gar nicht machen? Nee, weil er sagte, das machen Leute, die es schon sehr oft gemacht haben, damit dann eben auch die Chance besteht, dass es wieder funktioniert. Ja, aber okay, aber der Urologe kennt doch die Leute, die das oft gemacht haben. Ja, aber so. Er konnte mir, wie gesagt, keine genaue Zahl sagen. Nee, aber du kannst dir von dem die Adresse geben lassen und kannst da hingehen. Und kannst dich da, oder rufst mal einfach ganz einfach an und lässt dich informieren, wie teuer das ist.
Ja, aber wiederum ist da auch ein bisschen so die Angst, weil mir wurde bei dem einen Gespräch gesagt, dass es wiederum zu 30% die Chance gibt, dass es wieder funktioniert. Mhm. Und ich weiß einfach nicht. Also ein bisschen durch den Wind und ärgerst dich, dass du das hast damals mit dir machen lassen? Das sowieso, ja. Und jetzt stehst du da und es gibt zwar Wege, aber das kostet viel Geld, ist kompliziert, es gibt keine Sicherheit und im Prinzip ist alles schrecklich gelaufen. Das ist es. Ne, so kann man sagen. Ja. Hm. Aber nun ist es so gelaufen. Dann müssen wir sehen, was man draus macht. Hast du einen richtigen Zorn auf deine Ex, dass die das so mit dir gemacht hat? Das auf jeden Fall, aber ich sag mal, das ist nicht das Einzige, sondern so praktisch bei der Trennung so oder könnten auch in den letzten 4 Wochen so der Trennungsphase so, also wo wir noch zusammen waren, da wurde mir auch gesagt, das einzige Gute, was ich gemacht habe in meinem Leben, ist, dass ich das geschafft habe, dass du dich sterilisierst. So, also die ist richtig hart mit mir umgegangen. Ich wurde praktisch auch, hört sich vielleicht ein bisschen lächerlich an oder so, aber sie hat nicht nur verbal ist sie mit mir umgegangen. Sie hat dich auch geschlagen? Teilweise, ja. Hast du es dir gefallen lassen? Ja, was sollte ich machen? Ich bin so erzogen worden, man schlägt keine Frauen. Mhm. Aber man lässt sich auch nicht schlagen. Ja. Dann geht man. Ja. Das du war bist auch damals ein bisschen nicht so einfach, weil... Ich glaube auch, dass du viel zu viel hast mit dir machen lassen. Ja, das hätte sie dir damals gar nicht von dir verlangen dürfen mit dem Sterilisieren. Es gibt ja genügend Möglichkeiten zu verhüten. Wenn man keine Kinder haben will, dann hätte man es so regeln müssen. Da hast du dich zu sehr platt walzen lassen von der Frau. Ja, hoffentlich ist dir das zumindest eine Lehre, dass eine Frau nicht so eine Macht über dich haben darf wie die. Ja, schon, ja. Aber sie hat zu mir auch gesagt, so die erste Tochter, die sie hatte, kam trotz Pille. Meine trotz 3-Monats-Spritze. Ja, das sind immer so. Dann nimmt man halt doppelt. Ein doppelt gemoppelt hält besser. Es gibt ja genügend Verhütungsmittel. Natürlich, das ja. Also da lasse ich mich gar nicht irgendwie drauf ein, wenn mir das jemand sagt. Nun gut, aber es ist jetzt passiert. Lehre daraus zu ziehen ist erstmal, dass kein Mensch mehr so eine große Macht über dich haben darf, wie diese Frau damals. Kann ja auch praktisch kein Mensch mehr. Naja gut, auf andere Bereiche bezogen meine ich auch. Ja. So, und auf diese Sache jetzt? Ich würde mich an deiner Stelle erstmal eingehend erkundigen, nochmal was das, weißt du, ich kriege gerade eine Information von meiner Regie, ja. Thomas. Und meine Kollegen im Hintergrund haben mal ganz schnell recherchiert. Und die schreiben mir hier in meinen Computer eine Re-Sterilisation. Also das, was du gerne machen möchtest, kostet 2.500 Euro. Mhm. Das ist ja nun schon ein ganz anderer Preis als den wir gerade gehört haben. Das auf jeden Fall, ja. So, jetzt würde ich an deiner Stelle mich kundig machen bei den Urologen, die das durchführen. Mhm. Um erstmal rauszukriegen, ob das so in diesem Preisrahmen ist, 2.500 Euro. Wenn das so wäre, hast du einen Job im Moment? Nein, leider nicht. Aha. Gut, aber du bist noch jung. Da musst du halt sehen, dass du darauf sparst, das machen zu lassen. Einen anderen Weg gibt's nicht. Mhm. Einen anderen Weg gibt's nicht. Und wie gesagt, du bist auch sehr jung. Ja. Ne? Also da stürzt die Welt auch noch nicht zusammen, wenn du nicht jetzt gleich Vater wirst. Das kann nur noch ein paar Jahre dauern. Wiederum machen mir diese Aussage von dem anderen Urologen sehr zu schaffen, von wegen 30%. Ja, da, wie gesagt, da würde ich dann auch nochmal mit vielleicht mit einem oder sogar noch zwei Urologen reden, wie die Sache steht. Aber selbst wenn es ein Risiko gibt, dass es nicht hundertprozentig wiederherstellbar zu machen geht, dann ist es auch so. Damit musst du jetzt auch leben. Aber man kann es wieder zurückführen. Es kostet ein bisschen Kohle und dann musst du darauf hinarbeiten, dass du das irgendwann machen lassen kannst. Das wäre ja eigentlich wunderbar. Keinen anderen Weg gibt es. Aber jetzt erkundige dich erstmal ordentlich bei den entsprechenden Ärzten. Marich, hast du eventuell eine Adresse noch irgendwie? Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich habe eigentlich mehr oder weniger, seitdem das damals passiert ist, ich habe unheimliche Angst nochmal zu... sowas hinzugehen, ich weiß nicht. Ja, du sollst einfach dich nur erkundigen. Du warst ja jetzt schon bei einem, hast du mir erzählt. Ja. So, und der hat gesagt, es gibt nur ein paar Leute, die das machen, weil die entsprechende Routine haben. Mhm. So, jetzt rufst du da an und sagst, ich war ja bei Ihnen, der Herr Doktor hat das und das gesagt, könnten Sie mir bitte die Adresse geben von den Kollegen, die das machen? Mhm.
Weißt du, die Adressen haben wir nur, die, ja, das haben wir nur wirklich nicht. Wer routiniert ist in Sachen rückgängig machen von Sterilisation. Mhm. Aber dennoch, wir rufen dich gleich nochmal an. Vielleicht können wir dir noch einfach noch einen Tipp geben, irgendeinen Urologenverband oder sowas in deiner Umgebung, okay? Gut, ich danke dir. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, okay. Danke dir. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Hier ist Laura und Laura ist 21 Jahre alt. Hallo Laura. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, ich bin verliebt in einen Mann, der 12 Jahre älter ist als ich. 12? Ja, 12 ja. Jahre. Ich bin 21, er ist 33 und das Problem dabei ist, er ist vergeben, also er hat eine feste Freundin. Ja. Und auch ein Kind. Ja, und die leben auch zusammen? Die leben auch zusammen, ja. Und wie lange läuft jetzt euer Verhältnis? Ja gut, angefangen hat es vor circa 3 Monaten, aber da war eben nur so ein bisschen Geflirte und alles. Mhm. Und ja, vor circa 4 Wochen haben wir dann miteinander geschlafen. Mhm. Also ganz frisch eigentlich noch? Ja, eigentlich ziemlich frisch noch, ja. Du bist aber auf dem Wege, dich zu verlieben? Ja, würde ich schon sagen. Er auch? Ja, das weiß ich eben nicht. Mhm. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Also er macht immer Andeutungen, aber ganz klar gesagt hat er noch nichts dazu. Mhm. Ja. Sagt er denn irgendwas Klares, wie seine Beziehung ist? Ja, also es läuft wohl ganz gut, wie er es sagt. Es läuft ganz gut. Ja, ich kenne sie auch. Du kennst sie? Mhm. Ich kenne sie, ja. Aber ja, er sagt eben auch, dass er auf mich steht und dass er mir auch, ja, dass ich ihm auch wichtig bin und alles. Mhm. Jetzt kann man natürlich erstmal den Verdacht haben, du bist so eine nette sexuelle Abwechslung. Ja. Wie lange sind die zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre, ja. Mhm. Wie gut kennst du die Frau? Ja, vom Sehen und Hallo und ein paar Worte wechseln, aber so. Sonst nicht. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt überhaupt? In einer Kneipe. Ah ja. Und ja, da hat er dann den ersten Abend, wo ich ihn gesehen habe, hat er so einen Spruch gelassen. Also von wegen, ja, wir gehen heute zusammen nach Hause und alles. Und da habe ich nur gesagt, hör mal, ich kenne dich gar nicht und das läuft bei mir nicht und so. Aber so bin ich erst auf ihn aufmerksam geworden. Mhm. Und dann eben 2 Monate später ist es dann doch passiert. Mhm. Du kanntest ihn so vom Ansehen auch nicht vorher? Ich habe ihn hin und wieder mal gesehen, aber ja, nur wirklich vom Sehen, nicht wirklich näher oder so. Ja. Also klingt, würden schrillen bei mir so ein bisschen die Warnglocken, was du erzählst. Mhm. Ob der nicht einfach nur ein Fremdgeher ist? Ja. Ne, das kann durchaus sein. Ich will es nicht unterstellen, aber wir wollen das durchaus für möglich halten. Ja. Und das musst du dir wirklich ganz klar einbläuen. Wenn du jetzt anfängst, dich richtig in den zu verlieben, ist das hinterher umso schlimmer, wenn du damit konfrontiert wirst. Ja. Der kann dich natürlich jetzt am das Eisen im Feuer halten, indem er sagt, ja, ich finde dich auch toll und nett und so etwas. Aber zwischen toll und nett und attraktiv und weiß ich was. Und verliebt sein ist ja ein Unterschied. Ja, das stimmt. Ich würde an deiner Stelle mich nicht lange auf so ein Theater einlassen. Erst wenn du spürst, dass der das wirklich ernst meint. Da du es ernst meinst. Und du willst ja nicht nur eine Sexaffäre mit dem haben. Nein, nein. Mhm. Also nächste Woche wollte er mich dann auch wiedersehen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ob ich sagen soll, nee, oder einfach mit dem erstmal reden und... Naja, nächste Woche, das könntest du ja nochmal sagen, okay, komm, das sehen wir uns mal wieder. Mhm. Kannst du mal, achte mal drauf, ob er gleich wieder Sex will. Mhm. Oder ob er auch einfach interessiert ist daran, mit dir zusammen zu sein, mit dir sich zu unterhalten und so weiter. Ja, ja. Und rede mit dem. Ja. Lass dich nicht einlullen von irgendwelchen Komplimenten. Ja, das ist immer so gefährlich, wenn man ein bisschen verknallt ist und der andere macht Komplimente. Man ist ja blöd, wenn man verliebt ist, ne? Ist so. Ja, durch diese rosa-rote Brille. Total. Wenn ich so zurückblicke in meinem Leben, man ist völlig von Sinnen, wenn man verliebt ist. Das stimmt. Und wenn der andere dann so ein kleines bisschen da was reinträufelt, dann ist man
strahlt man wie ein Honigkuchenpferd, ne? Und findet alles auch ganz toll. Also Vorsicht, 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 lass dich da nicht ausnutzen, sonst bist du das fünfte Rad am Wagen und in einem halben Jahr telefonieren wir wieder und du bist sturzunglücklich. Ja. Jetzt kannst du dann noch raus. Ja, wir haben uns jetzt letztens auch in der Öffentlichkeit wieder gesehen und dann klingelt jetzt sein Handy und dann fragt er auch dreimal nach, ob ich denn dann noch da wäre, wenn er gleich wiederkommt und so. Weiß ich nicht, wie er mich anguckt und alles. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch mehr ist. Sag ihm ganz einfach, dass du überhaupt nicht interessiert bist auf so ein geheimes Theater. Ja. Dass du das ein paar Wochen durchaus mitmachst, aber das ist nicht dein Ding. Ja. Stell ihn gleich vor so klar, aber sag ihm das so klar, dass der auch merkt, du meinst das ernst. Mhm. Ne? Und dann kriegt er vielleicht schon das Muffensausen, wenn er wirklich nichts Ernstes von dir will. Ja, das werde ich dann auch an der Reaktion bestimmt merken. Ja, bin ich auch sicher. Ne? Sag ihm ganz klar, dass du auf so Spielchen nicht stehst. Mhm. Klare Verhältnisse, offen leben und nicht die heimliche Geliebte sein und sowas. Ja. Und nach dem Motto, verschone mich bitte mit dem Satz, ich liebe euch beide oder sowas. Ne? Sagen die auch gerne dann, so Leute. Ja, ja. Mhm. Laura, aber das ist noch alles frühzeitig genug. Das kannst du jetzt, glaube ich, alles noch in die richtige Richtung biegen. Mhm. Ne? Ja, gut. Alles Gute. Okay, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Sonja, hallo Sonja, 19 Jahre alt. Ja. Jo. Hallo. Und weswegen rufst du an, Sonja? Was geht's bei dir? Gestern hat mir mein Ex-Freund gesagt, dass er AIDS hat. Mhm. Wir haben Dienstag Schluss gemacht. Wann? Diese Woche. Am Dienstag Schluss gemacht? Ja. Ja, warum Schluss gemacht? Weil er mich enorm beleidigt und mir nicht vertraut. Wie lange wart ihr zusammen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Mhm. Weil er dich beleidigt und dir nicht vertraut. Hast du Schluss gemacht? Weil er dir so auf die Nerven gegangen ist. Ja. Und notorisch eifersüchtig war. Ja, aber richtig. Hat er dich geschlagen mal? Nee, aber er hat mich mit einer Waffe auch bedroht. Und da war gar nichts? Du hattest dir gar nichts zu Schulden kommen lassen? Nee. Mhm. So, das war am Dienstag. Hast du am Dienstag gesagt, ich will nicht mehr? Ja. Wie war da spontan seine Reaktion drauf? Exakt. Es tut ihnen alles leid, da ich sage, ich kann dieses Spielchen langsam nicht mehr mitmachen. Ja. Weil es macht mich seelisch halt fertig. Ja. Weil es mir so oder so im Moment nicht gut geht. Mhm. Und da hat er gesagt, gib mir noch eine Chance. Ich habe gesagt, darauf habe ich keine Lust mehr. Er soll mich ganz in Ruhe lassen. Ja. Er soll meine Nummer löschen. Er löscht meine Nummer nicht. Er ruft mich ständig an und sagt, er will sich mit mir treffen. Mhm. Und da hat er gestern halt angerufen und meinte, er hat AIDS. Und das wüsste er angeblich seit 4 Tagen. Aber ich weiß. Glaubst du ihm das? Ich weiß nicht, ob man ihm das glauben kann. Hältst du es denn für möglich, dass er entweder Kontakt mit Risikogruppen hatte? Hat er Kontakt mit Prostituierten gehabt? Hat er mit Schwulen Kontakt gehabt? Hat er mit Drogenabhängigen Kontakt gehabt? Sexuellen Kontakt? Weißt du, ahnst du da irgendwas? Das weiß ich nicht. Das ist es ja, weil er lässt ja auch nicht. Also mit sich reden darüber. Kann man natürlich auch von ganz normalen Leuten kriegen und nicht nur von Risikogruppen. Hm. Wie alt ist er? 19. Auch 19? Ja. Hm. Und er weiß es erst seit 4 Tagen, sagt er. Ja. Hat er denn einen Test gemacht? Ja, den hat er gemacht. Sagt er auf jeden Fall. War das mal ein Thema zwischen euch beiden, dass er einen Test macht? Nee, war kein Thema. Hm. War er dir in diesem halben Jahr treu? Naja, nicht wirklich. Hattet ihr ungeschützten Sex? Ja, einmal. Einmal. Mhm. Und vor dir ist da viel gelaufen mit Frauen, weißt du nicht? Oder hat er da mal was erzählt? Er hat mir erzählt, er ist Vater vor kurzem geworden. Bitte? Er ist Vater vor kurzem geworden. Von seiner Ex-Freundin. Ah ja. Und jetzt hat er mir auch gesagt, jetzt weiß er auch nicht, ob das sein Kind ist. Also ich weiß nicht mehr, was ich da glauben soll. Also ich sag dir jetzt mal ganz spontan glaube ich dem Burschen das nicht. Ich habe fast die Vermutung, dass der dich einschüchtern will und dass der dir Angst machen will. Ja, die hat er so oder so schon gemacht. Ja. Also. Das ist schon, also wenn er das wirklich so macht, ist es so super gemein, so unglaublich gemein, dass man schon gar keine Worte mehr findet. Ist es ja auch.
Nichtsdestotrotz würde ich an der Stelle mal zum Arzt gehen und auch mal einen Test machen lassen. Kann ja nicht schaden. Aber ich will dich da mal eigentlich beruhigen von dem, was ich jetzt gerade so gehört habe. Der scheint dir das Leben zur Hölle machen zu wollen. Ja, dann ist er schon an einer zweiten Stelle, weil davor kommt noch eine Sache. Also. Bitte? Naja, ich habe halt die nächste Verhandlung, also, und da werde ich auch schon die ganze Nacht halt belästigt von den Leuten und das macht mich halt auch fertig und jetzt eher noch dazu halt. Das habe ich also gar nicht, überhaupt nicht verstanden. Eine Verhandlung? Ja, ich muss vor Gericht. Du musst vor Gericht? Ja. Weil du von Leuten belästigt wirst? Ja, weil ich angeblich von meinem besten Kumpel die kleine Schwester bedroht haben sollte. Du? Ja, was gar nicht stimmt. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja. Die dir aber auch seelisch zu schaffen macht. Ja, genau, weil ich brauche einen Anwalt und ich finde keinen halt. Verstehe. Und jetzt kommt das auch noch dazu. Ja. Hast du vor deinem Ex Angst, dass der dir irgendwie, ja, irgendwie auflauert und... Habe ich. Weil er hat halt eine Waffe. Die hast du schon gesehen? Ja. Weißt du, wo er die aufbewahrt? Nee. Wo hast du die gesehen? Als wir uns getroffen hatten, hat er sie in der Jacke gehabt und hat dann die auf mich gehalten halt. Meinst du? Er hat sie richtig auf dich gehalten? Ja. Ins Gesicht? Nee, an Körper. Ah. Weil ich meinte, ich habe langsam keine Lust mehr. Er sollte mal überlegen, was er macht. Und dass ich auch halt meinen Freiraum brauche. Und da hat er gesagt, nee, das will er nicht. Und er will Tag und Nacht mit mir zusammen sein. Und sowas kann ich halt nicht haben. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das nur eine Schreckschusspistole war. Aber man weiß es nicht. Nee, man weiß es nicht. Ist er sonst brutal? Ja. Schlägereien mit anderen Jungs auch? Ja. Wir kommen ja, wie gesagt, aus Berlin. Aus Berlin, ah ja. Ja, und da hier gibt es halt sehr kriminelle Orte. Da meinte er, er braucht diese Waffe, wenn er nachts nach Hause geht. Da habe ich ihm erklärt, du brauchst die da in diesem Bezirk nicht, also in Reinickendorf. Nee, da braucht man sie wirklich nicht. Nee, und ich meine, ich wohne in der Grenze von Kreuzberg und hier ist es sehr schlimm. Und hier bräuchte man sowas, aber ich laufe auch nicht mit einer Knarre oder so rum. Und bedrohe Leute damit. Vor allen Dingen, wenn die Gefahr ist, wenn man so ein Ding hat, dass man sie auch irgendwann verwendet. Und dann ist es passiert, ne? Ja. Er hat mich ja Dienstag halt auch nochmal angerufen und meinte, er hat sie halt ans Telefon gehalten und meinte, weißt du, was das ist und so. Und da meinte ich, nee, da meinte er meine Knarre und wenn ich das sehe, passiert dir was. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen soll oder nicht. Ja, das ist wirklich sehr schwierig jetzt zu sagen. Er hat schon so drauf, dass er, glaube ich, Leute einschüchtern kann. Ne? Und er weiß wahrscheinlich auch, wie man dir Angst macht. Ja. Auf jeden Fall darfst du dem Ganzen nicht nachgeben. Ja. Und ich finde, dass du... du rufst bei dem ja sowieso nicht an, ne? Nee. Ich werde dich jetzt gleich nochmal mit meinem Psychologen verbinden. Ja. Und dann geben wir dir mal eine Adresse, eine Telefonnummer vom Weißen Ring. Sagt dir das was? Ja. Weißer Ring ist eine ganz tolle Einrichtung, wo zum Beispiel Leute, die jetzt in deiner Situation sind, sich auch hinwenden können. Und da kannst du mal anrufen und deine Situation schildern. Und die können dir ein paar Ratschläge und ein paar gute Tipps geben. Ja. Ja, weil die Polizei, solange nichts passiert, das ist ja immer das Schlimme, die macht halt auch nichts. Aber das kannst du alles mit dem Weißen Ring mal besprechen und zumindest tut es gut, mit Leuten zu reden, die richtig sich auskennen für solche Fälle. Ja. Ja? Pass auf, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Liebe Sonja, tschüss, alles Gute. Danke, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.59 Uhr und 15 Sekunden. Das heißt, die Sendung ist gleich zu Ende. In der Technik war Malte E-Mails. Wir hören und sehen uns morgen auch wieder um 1 Uhr. Radio 1 live, hier im Radio und im WDR-Fernsehen mit Domian, morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch hier bei mir melden. Ab 0 Uhr sind die Leitungen immer geschaltet, 0800 220 5050 oder ihr könnt rund um die Uhr natürlich mailen unter domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen.